So mein Name ist Ernesto. Ich möchte über Django Channels was erzählen. Das ist eine Entwicklung von Django von vorne an. Wer kennt Django? Wer weiß, was Django ist? Also es ist für diejenigen, die es nicht kennen, es ist ein Python-Framework für Web-Applikationen, die sich vom Jahr 2005 wegentwickelt hat und jetzt bei der Version 1.9 ist. Und dadurch, dass es eben 2005 entwickelt, entstanden ist, sich sehr daran orientiert, einen Request-Response-Cycle zu haben. Also es kommt ein Request, da wird ein View, was gemacht, von der Datenbank geholt, irgendwelche Daten geholt, dargestellt mit Hilfe von einem Template und als Response zum Browser zurückgegeben. Und jetzt ist die Idee von Django Channels, das ist ein Projekt für Django, dass Django ein bisschen das aufgelöst wird, dass es eben Request-Response ist, sondern dass es mehr Möglichkeiten bietet, die sich dann zum Beispiel im Sinne von den Websockets und Sachen, die im Hintergrund laufen sollen, und ablöst von dem starren Request-Response-Cycle. Das ist die Idee von Django Channels. Und das ist eine Idee und das ist ein Projekt von einem Co-Entwickler von Django, das ist Andrew Godwin, der schon für diejenigen, die es vielleicht kennen, Django Migrations gemacht hat, der ist sehr lange bei Django gefehlt hat, die Möglichkeit zu ein Modell zu haben und dann später das Modell zu ändern und zu definieren, quasi automatisch zu haben, was die Datenbank dann in der Datenbank sich ändert, in diesem Migrationsschritt, dass man das implementiert. Das hat er implementiert. Das ist ziemlich gut für diejenigen, die das kennen. Das ist ziemlich sehr elegant und schön designt. Und das Projekt kommt jetzt, Django Channels kommt in der nächsten Version von Django, in den Core von Django, und das ist eben entwickelt von ihm mit Unterstützung von Mozilla. Ein Mozilla-Projekt. Und es schafft eben diese Einführung von den Channels, indem es das Channels 1 wird. Das ist ein Kanal für First-In, First-Out Tasks, die at most once ausgeführt werden. Also mehr als maximal einmal ausgeführt werden. Das ist eben die Möglichkeit, das zu verarbeiten, kommt einmal vor. Und damit kann man eben HTTP mit WebSockets behandelt, in eine Art von, wie die Views sind. Das ist relativ elegant und das ist relativ einfach. Führt aber das etwas Neues ein, das ist ISGI-Protokoll, das wie das bestehende VHDI funktioniert und ist, aber es ist doch ein bisschen anders. Was aber eben nicht macht, es führt keine Abhängigkeiten zusätzlich zum normalen Python. Also es führt keine Async-IO und G-Event und andere asynchrone Sachen. Und alles andere, was in der Business-Logik quasi von der Applikation ist, bleibt und im Django bleibt synchron. Oder kann man auch auf Threads überlagern. Und das wird man eben wahrscheinlich ändern, wenn man die Channels nutzen will, dann muss man was ändern, wenn man das nicht verwenden will, dadurch, dass es eine optionale Sache ist von Django, bleibt alles, was jetzt funktioniert, wird weiterhin funktionieren. Und wenn man das was anderes einführt, also wenn man das haben will, was Channels anbietet, dann muss man halt den Server umstellen auf etwas, was RGI versteht, wie zum Beispiel Defni. Da muss man die Worker-Servers haben, die eben gestartet werden mit dem Run-Worker, und muss man dieses Routen von den Requests dann machen, was ein bisschen anders ist. Wie gesagt, das ist geplant, das ist in der nächsten Version von Django 1.
von Django kommt, dass die Version 1.10, die geplant ist für Ende Juli. Es ist so, dass es die erste Version ist, also die Release-Kandidat ist 2 Wochen vorher, also Mitte Juli, soll man sagen können, es kommt rein oder nicht, falls es noch zu Problemen kommt. Die Dokumentation, wie man Django Channels verwendet und was man alles dafür machen muss, ist unter Redux zum Lesen. Und der Repository, wo die Django Channels entwickelt wird, ist bei GitHub von Andrew Godwin. Das sind ein paar Beispiele, es sind 2 Applikationen, die als Beispiel dienen, wie man das nutzt. Und zuletzt diese Pull Request 6419, die eben die Einführung in den Django Core vorhat. Also die ganze Dokumentation und der ganze Code dafür. Ich werde nachher noch den Link von den Slides dann zur Verfügung stellen und dann, wenn es noch Fragen gibt, dann bitte. Ich wollte zuerst kurz zeigen, wie man das macht und wie es funktioniert, aber leider ist ein bisschen die Zeit, ich habe das vollkommen unterschätzt, also 5 Minuten sind extrem wenig zu zeigen, also Code zu zeigen. Das machen wir das nächste Mal einen großen Vortrag. Danke. Wenn du was zum Vorzeigen hast, bist du bei irgendeinem Stand, wo du das vorzeigen kannst? Oder jetzt dann im Anschluss? Nein, mach ich nicht, ne? Aber im nächsten noch nicht, ne?